freue mich natürlich selber sehr auf die gemeinsam konzipierte Ringvorlesung. Nun relativ programmatisch zu eröffnen. Genau. Also es geht jetzt um die Frage, was ist medienhistorische Anthropologie? Und ich werde wie folgt vorgehen. Ich werde erst eine kurze Antwort geben, in der ich grundsätzliche Begrifflichkeiten, Konzepte erkläre. Und dann eine längere Antwort machen, die sich im Endeffekt aus drei Teilen besteht. Es geht einmal um die Forschungshaltung, wissenschaftliche Einstellung in der medienhistorischen Anthropologie, dann der Aspekt oder die Dimension der historischen Medienwissenschaft dabei und dann ganz stark, und das ist auch Punkt 2 schon nicht scharf zu trennen, eben die historisch-praxeologische Methode als die Methode, mit der man meiner Meinung nach medienhistorische Anthropologie betreiben wird, soll. Genau, und das Ganze ist, wie man schon unschwer erraten kann, eine Art disziplinpolitische Intervention meinerseits, völlig vermessen von unten zu sagen, wir brauchen eine neue Disziplin mit eben diesem Namen. Genau, und das werden wir jetzt. Also, medienhistorische Anthropologie ist meine Bezeichnung für die transdisziplinäre Kreuzung aus. Erstens. Historisch-anthropologischer im Sinne von alltags- und kulturgeschichtlich perspektivierter Geschichtswissenschaft, also ein historisch-historiografisches Unternehmen. Auf der anderen Seite medienanthropologische Forschung im Sinne historischer Medienwissenschaft, also Medienwissenschaft, die sich etwas genauer, als sie das sonst tut, klar macht, stärker reflektiert, als sie das normalerweise tut, dass sie, wenn sie sich mit historischen Mediengegenständen befasst, auch historisch forschend befasst. Und da gibt es halt verschiedene Schulen, das werde ich gleich noch deutlicher machen, die sich eben unter dem Label einmal Medienanthropologie verorten und einmal unter medialer Anthropologie. Das eine ist stärker medienphilosophisch, das andere ist stärker medientheoretisch. Das Ganze sind auch wieder keine Gegensatzpaare, sondern lediglich Binnendifferenzierungen, die als Nicht-MedienwissenschaftlerInnen von wenig Belang sind. Wichtig sind dabei vielmehr die zentralen Begrifflichkeiten, die auch hier schon aufscheinen, man sieht es bei Punkt 2, medienanthropologische historische Forschung ist im Sinne historischer Medienwissenschaft oder medialer Anthropologie eine auf Kulturtechniken und medientheoretische Reflexion besonderes Augenmerk legende Forschung. Gut, also und meine Doktorarbeit, die schon erwähnt worden ist, kann man als eine Art prototypische Anwendung eben genau dieser Prinzipien verstehen, die ich jetzt hier etwas erweitert nochmal erläutern werde. Man sieht auch, dass ursprünglich meine Arbeit auch personell disziplinpolitisch angelegt war. Also abgeschlossen habe ich sie bei Jürgen Marschukas, der auch die ganze Arbeit ohnehin begleitet hatte, als Nordamerika-Historiker, naheliegend bei Chicago. Andererseits war aber eigentlich Alf Lüttke als Mitantragsteller des Kollegs in Weimar und eben Leiter der Arbeitsstelle für historische Anthropologie in Erfurt ursprünglich der Betreuer. Und insofern ist das dieses historisch-anthropologische Standbein meiner Dissertation das medienanthropologische Standbein des Jörg Schütthels, der sich in parallel zu mir dann in den Jahren intensiv erneut mit seiner Reflexion unter anderem hier, wie bei dem Workshop auch, Marcel Moos inspirierten und Durkheim und Lévi-Strauss inspirierten Reflexionen von Kulturtechniken, insbesondere Körpertechniken, befasst hat, die wiederum in meiner Forschung eine große Rolle spielen. Ja, und wie man hier nochmal sehen kann, vielleicht ganz interessant für Promoventen, der Titel der abgegebenen und verteidigten Arbeit muss nicht unbedingt der Titel der Publikation sein, kann sich massiv verändern, Zeitraum hat sich leicht verändert. Es gibt eine gewisse Umakzentuierung, in der Sichtbarkeit noch stärker vorgestellt wird. Warum? Weil sich im Prozess der Forschung die Konstellation auf den Sehsinn als das Sinnvollste und Wichtigste explizit auch für diesen Zeitraum erwiesen hatte. Gut. Und da ist eben, wenn man das nochmal, nur um das kurz als Einblick noch, um das etwas konkreter zu halten, nicht nur so allgemein zu reden, war das halt ganz wichtig, die Frage, was habe ich für ein Medienverständnis? Das Medienverständnis, was ich da entwickelt habe in dieser diesem Doppelparadigma der aus Weimar, war also Medien der Geschichte und Geschichte der Medien, war ein sehr erweiterter Medienbegriff, der Leuten wie Marshall McLuhan folgend eben auch Straßen als Medien auffasst.
Gut, und die Straße ist dann in vielfacher Weise, hat sie mediale Funktion oder Funktion als Medium und als Massenmedium, indem sie Schnittstellenfunktionen erfüllt, Teil der Kommunikationsraum ist und eben auch, und das ist ganz besonders interessant, Einsatz im politischen Kampf, Zitat, und dessen Austragungsort zugleich ist. Also das ist, Oliver Marchardt hat sich bei seiner Reflexion, da geht es um die Medientheorie der Störung, intensiv mit der Öffentlichkeit auseinandergesetzt und medientheoretische Voraussetzungen gelegt, die ich dann historisch am Beispiel dann überprüft habe. Ja, wie ich auch bei der PowerPoint hier wird man immer sehen, es gibt eine gezielte Farbgebung. In diesem Fall, das ist jetzt nur bei dieser Folie, bei allen anderen Folien, wenn da Dinge in rosa sind oder in magenta vielmehr, dann ist das wie beim Plakat. Immer gemünzt soll akzentuieren, was ist Bestandteil dessen, was ich als medienhistorische Anthologie bezeichne. Alles, was blau ist, sind Vorgänger. In diesem Fall ist das natürlich nicht so, hier geht es nur darum, dass man erkennen soll. Wenn man jetzt ein Buch vor sich hat, dann ist in der Regel nie eine Synopse da, wo klar wird, welcher Teil des Raums ist denn wirklich jetzt bespielt worden. Was ist denn wirklich untersucht worden. Und hier kann man eben an den grünen Linien und Punkten erkennen, wo die sich konkreten materiellen Räume befinden, die in meiner Arbeit auch minutiös behandelt werden. Also bis hin zu Fassadendetails, bis hin zu Kleinstszenen in Tagebucheinträgen, bis hin zu einzelnen Schlagabtäuschen, Gewaltakten und so. Also ein Beispiel habe ich hier verzeichnet, Riot Start 29th Street, um einfach mal zu zeigen, wie wenig von diesem Raum dann de facto bespielt werden kann. Trotzdem argumentiere ich dann in der Arbeit oder dann jetzt auch im Buch mit einem Repräsentativitätsanspruch. Das funktioniert aber nur unter Annahmen, die wir jetzt Stück für Stück nochmal erläutert kriegen, die also zum Konzept medienhistorischer Anthropologie gehören, die eben stärker mikrohistorisch verfährt, die also wie die Ethnologen, wir können natürlich als Historiker nicht in die Vergangenheit reisen, ist gar keine Frage, aber was wir schon machen können, ist versuchen, ähnlich dicht, nicht nur zu beschreiben, sondern in dem Fall dicht zu montieren. Und das geht natürlich an bestimmten Stellen der Stadt leichter als an anderen, besser als an anderen schlichtweg oder ist an manchen Stellen unmöglich. In der Michigan Avenue kann man sich vorstellen, das ist die Prachtstraße da im Zentrum der Stadt, gibt es einfach die, von den Materialsorten her die absolut allerhöchste Dichte, also allein 5000 Fotografien nur von den 300 Metern, die ich untersucht habe. Das ist einfach eine gewisse Dichte, aus der man einen ganz anderen Materialbefund erstellen kann. Die Materialien, wie gesagt, sprechen in keiner Weise für sich, auch darauf werde ich nochmal eingehen, sondern es geht darum zu verstehen, dass es hier nicht nur um Diskursanalyse geht und nicht irgendwie um Beiwerk, illustrative Bilder, illustrative Karten, nee, das ist keine Illustration. Das ist eine Veranschaulichung der Konstruktion, die über Jahre erarbeitet wurde, in Diskussionen, im Prozess. Das ist auch nicht die einzig mögliche Anordnung, es ist aber eine, die in seinen inneren Details begründet dann nachzulesen sein wird. Gut, und diese Begründungen, die sind nicht definitorisch erzeugt, sondern sie sind im Prozess, in der Auseinandersetzung mit dem Material, darunter auch intensiv Bildmaterial, in Kopplung, nicht als Alternative zum Textmaterial, sondern in Kopplung zum Textmaterial zustande kommen. Aber dazu auch später in Zweifel Nachfrage mehr. Ich habe extra nochmal diese 10 Kilometer reingeschrieben, damit überhaupt mal eine Vorstellung, damit nochmal deutlicher wird, dass so eine Karte auch nicht alleine zu lesen ist. Diese Karte ist übrigens, das gefällt mir daran besonders, ist ja nicht von mir erstellt, sondern ist Teil des historischen Materialfundes, den ich in einem Kapitel lang analysiere. Und diese roten Red Dots, steht da Red Dots im Original, also das ist wirklich eine Karte, die wiederum auf studentisch und promoventisch gestützter Feldforschung basiert, die in diese Punkten eingetragen ist. Und unter dieser Karte, das ist interessant, steht dann eine Fußnote, zum Zeitpunkt der Publikation werden diese Punkte nicht mehr gültig sein, weil natürlich diese Gangs dann schon wieder an anderen Ecken rumlummern als an denen. Aber, und das ist das Ding, man kann eine strukturale Erkenntnis aus ihnen haben über Alltag. Nämlich, sie werden nicht in absolut anderen Stellen sein, sondern nur an relativ anderen Stellen. Und diese Stellen sind nicht erfunden, sondern diese sind belegt und nachvollziehbar. Über Fotografie, über
entsprechende Quellendokumente, die in der University of Chicago und Rubenstein Library auch zum Teil einzusehen sind. Also es geht hier in keinster Weise um die Einführung der spekulativer Methoden. Es geht aber darum, endlich mal ernst zu machen, über Diskursanalyse und Textanalyse hinauszugehen, ohne diese natürlich loszuwerden. Im Gegenteil, diese muss gleichzeitig, das ist das Schwierige daran, ständig wieder betrieben werden, eben als Quellenkritik, und das werden wir noch sehen. Das ist eben ein Teil dieser medienhistorischen Anthologie, wie ich sie jetzt als Gesamtprojekt skizziere. Gut, also, wie gesagt, meine Arbeit kann man als eine Art prototypische Studie begreifen. Und genau, und was Sie an dieser Karte auch merken, ist, dass es hier darum geht, dass es eine sehr stark vom Spatial Turn, von der Spatial History beeinflusste Konzeption ist, die sagt, ja, das war nicht nur eine Mode, das war nicht ein Term, sondern es ist eine grundsätzliche, ein Maßstab, der zu berücksichtigen ist, weil er nun mal eine der härtesten und wenigst beeinflussbarsten Umstände bildet, die wiederum die Möglichkeitsbedingungen für Praktiken sind, für Verhalten überhaupt sind, für Wahrnehmungssozialisierung überhaupt sind. Die im Prinzip, und das ist wieder das Generalisierende jetzt, mein Ziel damit, also zu erklären, warum eine spezifische Wahrnehmungshaltung entstehen konnte, kooperativ, die dann so Dinge wie die Rassenunruhen erst ermöglichte, weil die Erklärungen, die existieren, auch zeitgenössisch für die Rassenunruhen, zwar nicht absolut falsch sind, aber in einer Hinsicht unbefriedigend. Es wird dann nahegelegt, wegen sozialen Spannungen käme es zu Rassenunruhen, wegen Armut kommt es zu Rassenunruhen. Ist alles völlig unbefriedigend, wie mittlerweile die Wright-Forschung auch geklärt hat, ist es nicht unwichtig, aber alleine reicht das einfach nicht aus, sondern nur in der Kopplung mit einer spezifisch verzerrten Wahrnehmung der Anteile der Bevölkerung, die als Opfer dienen sollen, überproportional wahrgenommen werden. So wie heute bei der AfD, alle sagen, oh mein Gott, alle sind Moslems. Und gerade da, wie in Leipzig, wo das wirklich Fall ist. Interessant. Sehr interessant, das kann man hier historisch an dem Chicago-Beispiel wunderbar zeigen. Warum? Weil dort schon zeitgenössisch so reichhaltige Quellen produziert wurden und man dann eben analog zu diesem Quellenprozessierungsprozess, den man dann historisch und historiografiegeschichtlich quasi untersuchen kann, wobei das nicht Historiografie hieß, sondern Sozialforschung, das ist eben ein weiterer Punkt, untersuchen. Gut. Also, worum es hier anders formuliert in meiner Arbeit ging, war eine Neuperspektivierung urban-historischer Arbeit. Und da ging es eben ganz viel um Medienpraxisgeschichte. Und Medienpraxis hieß ja natürlich nicht Radio, Fernsehen, Film, sondern hieß sich selber auf der Straße präsentieren. Und dabei ist für mich, und das ist ganz typisch medientheoretisch, medienwissenschaftlich, völlig irrelevant, nicht völlig, aber relativ irrelevant, welche Intuition dahinter war, ob das immer bewusst geschah. Was natürlich definitiv nicht der Fall ist. Nicht jeder überlegt sich ständig, wie er sich repräsentiert. Kleidung, etc., etc., etc. Gut, also was meine Arbeit insofern nämlich nicht geleistet hat, das wäre das, was die Medienwissenschaftler von mir erwartet hätten. Das kann man auch als für Promoventen nochmal sagen. Also es gibt dann immer Erwartungen von ihren Betreuern und den Leuten, die sie mit, ja, und diese müssen sie teilweise einfach radikal unterlaufen, brauchen ziemlich Frutzpe, wenn die Leute sagen, ja, wieso machen sie denn nicht in meinem Fall Technikgeschichte von Verkehrssicherungsmaßnahmen? Wieso machen sie denn nicht Stadtplanungsgeschichte? Da gibt es doch den Plan of Chicago. Ist ja alles wunderbar, ist auch alles wichtig, kommt doch alles vor, habe ich aber nicht getan. Warum nicht? Weil meine Frage eine andere war. Die Frage war ja, warum kommst du in Rassenunruhen? Dafür ist Planungsgeschichte auch wichtig. Aber das hätte den meiner Forschungsagenda den Zahn gezogen. Gut, ich muss ein bisschen mich nicht zu lange aufhalten, aber ich habe das jetzt an Anfang gestellt, damit Sie ein bisschen konkret sehen, wo das alles herkommt, was ich Ihnen jetzt präsentiere. Gut. Also, ein weiterer Aspekt der Arbeit ist folgendes. Ein bestimmtes, nicht nur ein Medienverständnis, habe ich schon gesagt, Straße als Medium. Sondern damit einhergehen, dann natürlich muss das dann runterbuchstabiert werden in die kleinen Einzelheiten. Dann muss man sich beschränken, weil man nicht alle Sinne machen kann. Also
wenn ich jetzt noch akustische Geschichte und Berufsgeschichte und Emotionsgeschichte und Musikgeschichte gemacht hätte, dann hätte ich ja 15 Bücher schreiben müssen und wäre ich auch nicht stehen. Also habe ich mich konzentriert auf einen damals besonders für den Medienwechsel der damaligen sehr besonders wichtigen Aspekt, also Sichtbarkeit, Wahrnehmung, optische, visuelle Wahrnehmung. Und in so einem Sinne ging es mir um ein ganz bestimmtes Konzept, nicht nur von Medium, sondern auch von Bild und dann eben nicht nur von Bild, sondern von Bildhaftigkeit. Also einen Bildbegriff zu haben, der sich nicht klammert an materielle Fotografie, sondern der sagt, wenn ich sie jetzt hier so sehe, dann ist auch ein Bild. Und wie sie da sitzen, ist das bildhaft. Bildhaft sind sie für mich, erscheinen sie mir als Publikum, weil ich hier so und so eingerichtet bin und ich erscheine ihnen als Redner, wegen dem Rednerpult und anderen technischen und materiellen Medien. Das ist eine Konfiguration, eine Konstellation und so weiter, in der das ja, durch bestimmte erlernte Konventionen, Lernpraktiken, Lehrpraktiken, Präsentationspraktiken und so weiter, ihnen fast auf quasi automatisch, sehr schnell, aber deswegen trotzdem nicht unvermittelt, funktioniert. Gut. Also, und bei der Straße, wenn sie ein Medium ist, handelt es sich nicht insofern dann um eine Arena, eine Plattform und so weiter, ein Medium, das natürlich Repräsentationen, Geltungsansprüche vermittelt und das dann natürlich entsprechend umstritten ist, wo es natürlich dann zu politischen Auseinandersetzungen kommt. Und nicht erst bei den Rassenruhen, sondern generell. Wie soll das aussehen? Wer darf da mitreden? Wer darf entscheiden, wie sauber welcher Bürgersteig ist? Wer darf überhaupt wohin? Wer darf überhaupt so wo bleiben, wo sitzen? Was bedeutet es, wenn ein Penner da sitzt? Was bedeutet es, wenn ein reicher Typ da mit einer Schärpe rumsteht? Selbstbilderverkehr, Aufsatz. Ne? Also ganz, und diese Dinge kennen wir alle aus eigener Erfahrung in unserer jeweiligen, jetzt gegenwärtigen Variante, in einem anderen Code-Format, könnte man sagen, anderer Formatierung, aber eben mal nur einer relativ anderen Formatierung. Gut, insofern ist eben Straße auch sowas hier, so eine Stadtumgebung, nicht einfach Kulisse, sondern es geht darum, diese Verhältnisse spezifisch, nicht generell, sondern spezifisch zu klären und dann in ihrem Wandel zu klären. Und dieser Wandel hat unterschiedliche Tempi und so weiter. Aber das müssen wir jetzt alles weglassen. Das ist alles ein Vortrag an sich. Also, wenn man jetzt also die Straße, wie ich das gemacht habe, auf den hier betrachtenden Zeitraum avant la lettre, also bevor der Begrifflichkeit, als Massenmedium bezeichnet, geschieht das in meinem Fall bewusst. Und das heißt, ein ortsspezifisches, dynamisches und dennoch ausreichend wiedererkennbares architektonisches Setting, Häuser, Straßen und so weiter, sowie zugleich ein Ensemble multipler Einzelmedien, Plakate, Ampeln, Lampen und so weiter, in seinen kumulativen Effekten, also kumulus Haufen, aufhäufigenden Effekten auf das Städtersein und gelebte wahrnehmungstechnische Urbanität zu begreifen. Das ist nicht urban, weil es eine Stadt ist, sondern es ist urban, weil es so funktioniert, wie Dinge, die anders strukturiert sind, nicht funktionieren. Also Urbanität, auch da wieder, das werden Sie mittlerweile merken, die ganze Begrifflichkeit muss quasi aufeinander eingeschliffen sein. Es geht sehr, sehr viel um Begriffsarbeit. Ist ja eigentlich mal einfach. Gut, und hier geht es eben um eine Phase, bevor Radio und Fernsehen sich durchsetzen. Deswegen ist es eine Übergangsphase und deswegen ist die natürlich besonders interessant. Gut. Und der Begriff des Massenmediums, deswegen sagte ich avant la lettre, ist halt erst in den 40er Jahren gekommen. Hier spreche ich aber 20 Jahre vorher. Und damit sind wir in einem Grundsatz, in einer Grundsatzfrage, in einer Grundlagenfrage, nämlich, sind die Dinge erst da, wenn es einen Begriff gibt, oder sind sie schon vorher da und dann kommt der Begriff, wenn man es verstanden hat, dass sie da sind. Rhetorische Frage, natürlich sind sie vorher schon da. Und das habe ich eben dann gezeigt. Gut. Und ein zweites Missverständnis, was man aus seinem Alltagsverstand natürlich mitbringt, ist, dass man immer denkt, vor Ort ist nur vor Ort. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wenn ich mich da auf der Straße zeige, dann ist das keinesfalls der Adressatenraum meines Auftretens, meines demonstrativen Austretens, auch nur auf diesen Ort beschränkt, sondern so ähnlich wie heute, jedenfalls nicht absolut unähnlich, kann das auch, zwar nicht online, aber es kann in die Presse, es kann auf Fotografien, auf Postkarten, in Erzählungen weitergetragen werden, teilweise auch innerhalb von Stunden, auch lange vor dem Netz, über das unter anderem Schienennetz, man kann hier so ein paar Querlinien erkennen und erahnen, dass das die Eisenbahn Zentrale Amerikas war, der USA war. Gut, aber das so viel an Konkretion.
Also worum es mir hierbei generell geht, ist ein bisschen jetzt abstrakter und jetzt kommen wir auf die, jetzt kommen wir wieder auf konzeptuelle zurück, Ebene zurück. In der Regel sprechen alle Fächer, die ich kenne und alle Wissenschaften, die ich kenne, ständig nur von Kontext. Und das geht mir, gelinde gesagt, auf die Nerven, weil das absolut unpräzise ist. Und das bedeutet, das wirkt unscheinbar, es wirkt wie Wortglauberei, nein, ist es nicht. Endlich, wir brauchen endlich eine konsequentere Verwendung des Wortes Kontext, weil es dadurch entwertet wird, dass es ständig verwendet wird und zu global. Und es gibt Angebote. Die habe ich hier mal schön sortiert. Drei, für mich finde ich, die mediale-historische Anthropologie relevante Kategorien. Also einmal Figuration, das kommt von Norbert Elias, habe ich mal recht, sein berühmtes Werk, eins seiner berühmtesten Werke, mit dem ich in historische Soziologie eingeführt wurde, in meinem Studium in Bonn noch aufgeführt. Da geht es eben um höfische Bewegung, Etikette bei Ludwig XIV., also dass 20 Leute zugucken, während er morgens aufs Klo geht. Und wie das alles ist und was da alles passiert. Und da geht es auch damals schon, lange vor Gendergeschichte und Körper und allem, geht es genau, also im Prinzip ist das 1936 schon fertig, das Buch, geht es schon um Figurationen. Da geht es nicht nur um Figuren, sondern da geht es darum, wie viele Figuren, also viele Körper zueinander Figurationen bilden und diese ändern. Wer sich mal mit Tanz befasst hat, wird es leichter vorstellen können. Gut, und da gibt es eben weitere Angebote. Konstellationen kann man nicht so deutlich zuordnen bisher, meines Wissens, in den historischen Wissenschaften und auch nicht in der Anthropologie. Konstellation, Stella, Sterne, ist klar, ist eher was vom Christgeschichtlichen natürlich eher astrophysikalisch von der Herkunft her, aber Konstellationen kennen wir im Alterssprachgebrauch, können uns leicht vorstellen, was damit gemeint ist. Und da denkt man in der Regel Gott sei Dank nicht an Text, sondern an starre oder jedenfalls nicht ganz einfache, umgestaltbare Fügungen, so wie diese Betonwand da hinten, die kann ich einfach wegreden. Kann ich schon, aber es hat keine besonderen Wirkungen auf die Wand. Vielleicht auf mich, aber nicht auf die Wand. So. Okay. Und wenn Sie da so sitzen und mich da hören, dann ist das eben jedenfalls für Medienwissenschaftler signifikant anders, als wenn ich direkt neben Ihnen sitze oder umgekehrt, wenn Sie mich über Netz sehen oder was. Dann gibt es den dritten Aspekt, der mir natürlich persönlich vielleicht am wichtigsten ist und der wiederum in der Ethnologie eben schon prominente Vertreter hat, mit Birgit Meyer, die wiederum eine transdisziplinäre Kopplung vorgezogen haben. Man sieht das schon im Titel. From Imagined Communities to Aesthetic Formations, Religious Mediations, Sensational Forms and Styles of Binding. Da kann man allein in diesem Titel, wenn man, hoffe ich, dass es nachher der Fall ist, dass Sie schon an der Formulierung des Titels erkennen werden, was so eine praxeologisch, medienhistorisch, anthropologische Art und Weise ist, zu Dinge auszudrücken. Imagine Communities, berühmtes Konzept, geht es auch um Öffentlichkeit, auch wichtig für meine Arbeit, in den 80er Jahren, Benedict Anderson, da geht es darum, die Erfindung der Nation und eben mediengestützte Erfindung der Nation mit dem Massenmedium Zeitung in der Hauptsache, aber eben nicht nur, und da geht es darum, dass man dann das, was wir heute völlig naturalisiert kennen, also Nation, erstmal erfinden und Medien praktisch einüben musste, damit es dann so nationalisiert sich anfühlt, dass heute die AfD sagen kann, ja, wir wollen alle so deutsch sein. Und dass das dann extrem oder in der Türkei überall funktionieren, als Vorschlager, sondergleichen. Gut. Also nochmal kurz zurück vielleicht auf meine Arbeit. Also in meiner Arbeit war es halt dann so, dass es sich, und das ist mir jetzt ein wichtiger Begriff für gleich auch schon, geht es halt ganz stark darum, was ist Medialität, was ist Vermittlung, Vermitteltheit. Und Medialität manifestiert sich schon in der materiellen Anlage, in der Stadt oder Straße, als mehrdimensionale Rahmung und zugleich als Resonanzraum massenhafter Bewegung zunächst mal einfach. Und meine Dissertation wiederum begreift an alle Verkehrsmittel, Autos, alles, als Medien, eben in genau diesem Resonanzzusammenhang. Und es ist nicht einfach nur ein Medium, sondern ein Massenmedium, weil da eben viele Akteure gleichzeitig involviert sind. Und jetzt ist, und dann daraus, aus diesen Erkenntnissen, stammt dann der Erklärungsbedarf, den man dadurch erst erzeugt, nämlich wie kommen die dann überhaupt zusammen? Warum funktioniert das überhaupt? Ist doch eigentlich, wie Luhmann sagen würde, unwahrscheinlich, dass man sich sinnvoll kommunikativ versteht. Genügend Leute gleichzeitig glauben, es macht Sinn, Steine nach dunkelhäutigen Mitbürgern zu werfen. Und damit meine ich nicht moralischen Sinn, sondern einfach nur überhaupt Sinn. Wieso haben Leute das nicht als völlig absurd empfunden,
Weil im Endeffekt, wenn man ganz wissenschaftlich rangehen würde, ist es ein absolut unerklärbares Verhalten. Völlig unfundiert, beliebig legitimiert und so weiter. Obwohl es sich zugleich so anfühlt wie Täter, natürlich, als sei das ganz klar. Und genau diese Zerstörung der Selbstverständlichkeit, das ist auch eine wissenschaftspolitische Sache, die eben bei den Vorläufern der medienhistorischen Anthropologie oder eben der historischen Anthropologie ehemals im Vordergrund steht. Also angesichts der großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist nämlich genau diese Richtung in Deutschland, Frankreich und so weiter entstanden. Und darauf werden wir noch weiter eingehen. Aber jetzt, genau damit es noch klar wird, gehe ich jetzt erstmal auf Anthropologie mit Definitionen ein, die existieren. So, und da ist eben ein prominenter historischer Anthropologe oder Alltagshistoriker aus Zürich, Jakob Tanner, der hat einmal online, das habe ich das hier auch mal gemacht, wir können es direkt auch selber nachlesen, also kann man online nachlesen, das ist eine Online-Fassung, die Kurzfassung, und er sagt ja so wunderbar, die historische Anthropologie ist ein wegweisendes Forschungsfeld und zugleich ein Interpretationsansatz, dessen theoretische Innovationskraft in den letzten Jahren über die Geschichtswissenschaft hinausreicht. So, aus einer interdisziplinären Perspektive untersucht die historische Anthropologie die Historizität des Menschen, also die Zeitlichkeit, Vergänglichkeit, Sterblichkeit, Wandelbarkeit, indem sie nicht nach einem unveränderlichen Wesen des Menschen, im Sinne einer alten philosophischen Anthropologie, schreibt, sondern nach historisch variablen Wissensformen fragt. So eben wie auch unser Lehrer. Dabei sind die vielfältigen Repräsentationen von Menschen, der Wandel und so weiter und so weiter und so fort. Gut, und er hat auch eine Buchfassung geschrieben, das ist hier das Buch links. Und hier ist auch die Überschrift, das ist jetzt blau. Warum blau? Das sind eben die Dinge, die ich hier zusammenführe. Gut, und das sind die verschiedenen Angebote, die es international gibt. Also in Angloamerika ist es natürlich alles Anthropology, Cultural Anthropology, Social Anthropology und so weiter und so weiter. Ne? Linguistic Anthropology, Archaeology, Physical Anthropology, bla bla bla. Die trennen das gar nicht. Die kennen diese ganzen subdisziplinären Dinge von uns in Europa nicht. Sondern begreifen das als eine erweiterte Sozialwissenschaft. So ein bisschen wie das in den 70er Jahren Koselleck und so in Bielefeld wollte. Der wollte auch einfach eine riesige historische Sozialwissenschaft und da würde dann alles drin aufgehen, was auf die Vergangenheit guckt. Nämlich im Prinzip fast alles von der Geisteswissenschaft. Guckt auf die Vergangenheit. Wenn sie Gegenwartsforschung wäre, müsste sie das in die Vergangenheit nämlich einfach mehr oder weniger nach hinten anstellen. Tut sie aber nicht. Gut, und dann gibt es auf der europäischen Seite eben drei Angebote, zwei habe ich schon genannt, historische Anthropologie, Alltagsgeschichte und mediale Anthropologie, also als medienwissenschaftliche Anthropologie. Und dann eben auch noch bei den Ethnologen Leute, die sagen, ja, wir gehen nicht nur ins Feld, wir gehen ins Archiv. Und das bezeichnen wir als historische Ethnologie. So, und dann ist hier witzigerweise dieser Titelstrich, das ist ja wunderbar, das zeigt es ein bisschen anders, da der Atlantik ist. Der Atlantik ist jetzt in meiner Präsentation auf einen schmalen Strich geschmolzen, das ist durchaus so gemeint. Okay. Ja, was da noch versammelt ist bei den Titeln, ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich werde das gleich noch zitieren. Also Jakob Tanner links, dann Christiane Voss und Lorenz Engel. Lorenz Engel, der Direktor des IKKM in Weimar, des Internationalen Kollegs für Kulturtechnik, Forschung und Medienphilosophie, einem Emilita Forschung, so ähnlich wie Morphomata bei uns. Was machen die Medienphilosophie und was ist einer ihrer großen Projekte gewesen? Mediale Anthropologie. Und da haben sie es halt Mediale genannt, nicht Medienanthropologie, weil sie anders heißen wollten als die anderen. Und das ist dann eben eine Frage von innovativer drittmittelgestützter Forschung und so weiter. Bla bla. Ist aber eigentlich das Ähnliche oder fast Gleiche wie Medienanthropologie. Gut. Und das ist eben nicht dasselbe wie Anthropology. Also, man sei immer vorsichtig mit Übersetzungen. Trotzdem bringt es total viel, immer zu gucken, wie das alles mal hin und her gegangen ist und weiter hin und her geht. Am besten beim Durkheim-Workshop. Können Sie sich einen Eindruck verschaffen, da kommen nämlich dann nicht nur französische, sondern auch englischsprachige und deutschsprachige Experten. Einer der ersten großen Versuche, Anthropologie radikal zu globalisieren. Gut, Aleph Farsch und Ernst Stoller rechts sind zwei Archivspezialistinnen, die im Prinzip der Historikerin sind. So. Und nicht nur im Prinzip, die sind Historikerinnen, man könnte sie aber auch anders verstehen. Ich nenne sie jetzt Historikerinnen einfach mal. Und Aleph Farsch hat mit Foucault zusammengearbeitet und hat eben eine Autoethnografie ihrer
Archivarbeit im Polizeiarchiv in Paris gemacht, das ist dieses Buch von Alf Lüttke und einem Kollegen von mir übersetzt worden. Und Ernst Dohler wiederum hat massiv die Arbeit mit Kolonialarchiven aufgebürstet und gesagt, ja, man ist durch die kritische Methode, hat man einen Bias zu kritischer Methode, man soll aber auch along, also mit dem Archiv lesen, um das dann besser zu verstehen. Also nicht, sich nicht vorher schon sicher sein, wo denn das Vertraute und Leichtverständliche sei, sondern nochmal quasi die kritische Methode nochmal selbstkritisch reflektieren. In Kurzfassung jetzt. Na gut, also jetzt nochmal zum Weitergehen, was wir jetzt schon hatten, war Historizität, jetzt kommt die zweite Kategorie, das kommt, wird also wie gesagt hier nach Weimar, mediale Anthropologie an solche Leute, also in die Medienwissenschaften und die Medienphilosophie, das ist zum weiten Teil Filmphilosophie, also Lorenz Engel und Christian Fassel sind Filmphilosophen. Was die Philosophie als normale Philosophie davon hält, müssen andere beantworten, dazu sage ich einfach mal nichts. Das darf sich jedenfalls so nennen. So. Gut, und Leitbegriff ist hier nicht Historizität, sondern Medialität. Der Witz ist, auch hier plädiere ich, nur dass das klar ist, natürlich nicht für entweder oder, sondern für sowohl als auch. So, und jetzt auch wieder hier, wenn ich mit Medialität ernst machen will, meiner Meinung nach, hat sich mittlerweile klar erwiesen, dann muss ich eben medienpraxiologische Methoden anwenden. Warum? Weil diese Dinge, und das ist eben nicht herangetragen, einer praxistheoretischen Reflexion zugehörig sind, ob sie das wollen oder so nennen oder nicht, dafür sekundär. Das liegt im Phänomen. Weil wenn ich nach Alltag frage, dann muss ich darüber denken, nachdenken, dann muss ich so viel von Phänomenologie und Praxistheorie verstanden haben, dass es nicht ohne geht. Deswegen muss ich kein Praxistheoretiker sein wollen. Gut, und da zitiere ich jetzt einfach mal kurz aus diesem Buch. Diesseits und jenseits posthumaner Spekulationen zeichnet sich eine medienanthropologische Herangehensweise aus, nach den Anteilen von Medien und Techniken an den begrifflichen und praktischen Verfertigungen menschlicher Existenzform zu fragen. So, das klingt jetzt natürlich sehr abstrakt, aber das ist genau gemeint, was ich auch gemacht habe, zu fragen, okay, inwiefern haben Medien und unterschiedliche Medien unterschiedliche Effekte darauf, wie wir einander und andere wahrnehmen, zum Beispiel. Und wie wir deswegen uns selber verstehen, uns selber entwerfen, uns selber präsentieren und so weiter. Also diese ganzen rekursiven Rückkopplungsschleifen zu untersuchen, die damit zu tun haben, wie wir uns als Menschen, Männer, Frauen, Transgender-Personen und so weiter verstehen. Also tief dazu rücken, Zitat aus der Perspektive einer medialen Anthropologie, historisch verschiebbare und dynamische Relationen, also Beziehungen zwischen unterschiedlichen Funktionen, Qualitäten, Milieus und Entitäten im Blick. Wieder sehr abstrakt. Auch da ist es nur so offen gehalten, damit alles reinpasst, die ganze Welt quasi reinpasst. Und hier kann genauso soziales Milieu gemeint sein, wie technische Umwelten, ist ganz klar. Deren heterogene Amalgamierung stellen die elementaren Prozesse dar, die selbst ursprungslos aus der Sicht einer medialen Anthropologie dennoch geradezu ursprünglich jedweder Differenzierung zwischen Mensch und Medium vorausgehen. Das ist natürlich immer in dieser gestellten Sprache schwierig zu verstehen. Das ist aber keine reine Spielerei, sondern es ist der Versuch, generalisierend zu beschreiben, was aus diesen ganzen Jahrzehnten Medienwissenschaft jetzt folgen soll. Für das Verständnis, ein neues, reflexiveres, noch reflexiveres Verständnis vom Menschen. Gut, und das mit dem Vorausgehen ist nie ein absolutes Vorausgehen, sondern es geht darum, dass medienhistorische Anthropologie ein total prozesslogisches Ding ist. Also es geht nicht darum, hier immer nur zu sagen, Methode, das ist keine Nebensache. Nein, nein, das ist die Hauptsache. Der Weg ist das Ziel quasi, ganz, ganz dumm gesagt. Also Differenzierung, ja, die werden gemacht, die sind nicht da. Natürlich sind immer in jeder Situation Differenzen da, aber diese sind dann vorher gemacht worden. Wenn sie jetzt schon fertig sind, dann sind sie vorher gemacht worden und dann vergehen sie wieder und andere werden gerade erst gemacht und andere werden in Zukunft erst gemacht und so weiter. Und man muss sich dann in diesen Prozess einkoppeln und dann parallel prozessieren. Das ist die Erkenntnis, die dahinter steht. Also um diese spezifisch medienphilosophische Verschiebung weg von einem einheitlichen Substanz-, Essenz- und Subjektdenken hin zu einem heterogenen, materialistischen Relations-, Akteurnetzwerk oder wie auch immer, ne? Denken zu machen, ein Operationsdenken, ne? Handlungen, Operationsketten, Abläufe, all diese Dinge, auch terminologisch zu markieren, wird in einigen Aufsätzen des Bands anstelle von Mensch-Medien-Verschränkung
alternativ auch von Anthropomedialitäten oder anthropomedialen Relationen gesprochen. So, und das ist eine kleine Verschiebung, klein, aber fein, also eben doch groß. Ja, weil die klare Trennung von das ist eine Maschine und das ist ein Mensch eben nicht für alles, was wir über diese Person wissen wollen, befriedigend ist, hilfreich ist. Oder wenn wir auch gar nichts über diese Person wissen, sondern wir wollen einfach nur, weil wir ihn kennen, haben wir viel mehr Zugriff auf viel mehr Quellenarten, Genres, um dann sagen zu können, ein Mensch des frühen 21. Jahrhunderts ist in der Entwicklung der politischen Selbstverständnisse, Alltagsgeschichte gesehen, fertig. Ne? Okay. Dann, nur ganz kurz, ist schon erwähnt worden, ja, in meinem Aufsatz in dem Band rechts, der auch auf eine Workshop-Reihe verweist, von Nachwissenschaftlern, da geht es auch darum, sich immer zu fragen, was sind das für Methoden, ist Praxologie eine Methode, ist das eine Theorie und so weiter. Hauptsächlich sind es Methoden und Methoden, die nicht nur Historiker gelten. Dann von der Arbeit des Historikers ist ein Band, wo Kollege, Pionier der Soundgeschichte, Daniel Morat, sich über die Sinne geäußert hat. Das gehört mit zu dem Zusammenhang von dem Workshop, der hier demnächst stattfinden wird, in zwei Wochen, glaube ich, ne? Zwei Wochen von Marie-Louise Herzfeld-Schild, unserer geliebten Kollegin, geschätzten Kollegin, organisiert wird. Und da geht es eben um genau diese Frage, also Sound, nochmal ganz neue Aufmerksamkeit konsequent über die Musikwissenschaft hinaus ernst zu nehmen, forscherisch. Und eben nicht diese als selbstverständlich geteilte Welt, und so, ja, Kunst, Musik und der ganze Nebensachenkram und Emo und diese ganzen Frauenthemen, ja, das können doch mal diese Kunsthistoriker da machen, diese Snobbyisten, sondern nein, es gibt diese Unterschiede, einfach nicht. In der medienhistorischen Anthropologie ist die ganze Sauerei ständig präsent. Und das ist natürlich anstrengend. Einfach nur sehr, sehr ansprechend und sehr, sehr anspruchsvoll. Das heißt, es geht darum, galant zu scheitern und dann zu sagen, wie Sie es eben gesehen haben, das ist eine Karte von Chicago, ein paar grüne Punkte, ein paar grüne Linien, das war's, mehr ist nicht drin. Aber dieses Wenige ist meiner Meinung nach eben auf einer bestimmten Ebene mehr. Gut, und jetzt sind wir auch schon wieder bei den, kommen wir noch, ja, dann gibt es noch eine weitere Werbung, also das war der Workshop, der auch hier stattgefunden hatte, also wo wir uns auseinandergesetzt haben und eben auch versucht haben, aus dem Lab heraus ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenzuzwingen und zu einzuladen, um eben nicht nur über Frühneuzeit und Mittelalter Praxologie zu reden, sondern auch mal über das Neueste. Und jetzt hier, da hatten wir Oliver zu Gast, der eben auch für diese historische Ethnologie steht, also für gezielte Reflexionen über Feldforschung im Archiv von Ethnologen, der wird im Juni diese Global South-Geschichte machen. Da geht es auch wieder um ganz viele Arbeitspraktiken und solche Dinge. Und auch da spielen diese ganzen Fragen eine ganz, ganz große Rolle, wie eben Dinge, die wir für natürlich halten, hergestellt werden. Man könnte sagen, also erarbeitet werden. Also Aneignung und Mimesis sind da eben auch Formen einer Arbeit, die nicht einfach jetzt beliebig vermischt werden mit dem, was er ganz konkret an Arbeit erforscht, sondern die parallel bedacht werden, um besser zu verstehen, wie eben diese Differenzen sozialer Art und so weiter überhaupt in die Welt kommen und sich wiederum wandeln. Und dennoch uns selber Umständen unterwerfen, wie Marx gesagt hätte, die wir uns nicht selber ausgesucht haben. Gut, und da geht es eben bei dieser Ethnologie im Archiv, das ist ein Working Paper von Oliver und anderen aus Halle, da gab es eben auch eine Arbeitsstelle historische Ethnologie, also quasi das Komplementär von andersrum als in Erfurt. Und da heißt es dann in der Schrift, by focusing on the ethnography of archives and doing fieldwork between folders, also den Ordnerdeckeln, we do not intend to brush away the ruined character of historical archives as exceptions or mistakes or as dead and useless remnants of a defunct world. Instead, we intend to see ruination as a productive entry point into a richer understanding of past and present scientific cultures
Indigenous Migrations and Identities or State Administration. Also was hier in Kleinform völlig kondensiert aufscheint, sind ganze Jahrzehnte der Erarbeitung der Alltagsgeschichte des Staates. Als, also Herr Lütke hat jetzt früher gesagt, Herrschaft als soziale Praxis. Ja? Wie wird Macht gemacht? Wie machen wir das? Ja, das sind scheinbar dumme Fragen, ja, die unglaublich schwer zu beantworten. Und scheinbar langweilige Themen, kaputte Sachen, Archive, wo du nicht rankommst und so weiter, mitten in Asien, wo du denkst, was mache ich da eigentlich? Da draußen ist doch eigentlich was anderes. Da ist doch die Musik. Und dann merkt man, nein. Also das ist ein Resonanzverhältnis zwischen Musik draußen und Musik drin und es kommt nicht von allein, wenn es rausgeholt wird. Wie machen wir das? Bestimmt nicht nur eine Diskursanalyse, sondern Diskursanalyse muss da dann helfen, um diese noch schwierigeren Materialien bearbeiten zu können. Gut, und dann sind wir bei dem Godfather schlechthin, der Anthropologie, für mich zumindest als Nicht-Anthropologe, also der Erfinder des Strukturalismus. Jetzt könnte man denken, wie passt das jetzt zur Praxeologie? Passt wunderbar, weil Claude Lévi-Strauss leider von den meisten Leuten, also die einfach nicht geschafft haben, ihn zu übertreffen. Das handelt sich um ein französisches Männerproblem. Jetzt mal ganz polemisch formuliert. Die haben also dann versucht, ihm nachzuweisen, dass das alles viel zu starr sei, was er da entworfen hat. Also das ist quasi die Strukturen überhaupt keinen Menschen mehr zulassen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist jetzt die Billigversion. Das ist alles natürlich viel schöner und viel sinnvoller, aber lassen wir es weg. Entscheidend ist, was er als alter Mann in Japan erzählt hat, fand ich an der Stelle sehr schön. Die Anthropologie ist ebenso alt wie die Menschheit selbst. In den Zeiten, über die wir historische Zeugnisse besitzen, sind Überlegungen, die man heute anthropologisch oder ich eben medienhistorisch anthropologisch nennen würde, bei den Memoirenschreibern, die Alexander den Großen nach Asien begleiten, offenkundig. Ebenso Faxine von Herodot, damit den ersten Special Historian, Pausanias und in philosophischer Hinsicht war Aristoteles nur Kreuz. In der arabischen Welt zeugen Ibn Battuta, Ibn Khaldun und so weiter von einem authentischen anthropologischen Geist, ebenso wie mehrere Jahrhunderte zuvor die buddhistischen chinesischen Mönche, also sogar Dinge, sogar Personengruppen, die wir jetzt mal überhaupt gar nicht mit Wissenschaft verbinden würden, kann er dann, ohne einfach alles über einen Kamm zu scheren, in eine Perspektive bringen. Und das halte ich für seinen Anteil an der Ermöglichung einer medienhistorischen Anthropologie als einer Frage, wie Koselleck sagen würde, einer Historik, einer Geschichtstheorie, die nicht einfach Theorie an sich ist, sondern die Frage nach der Möglichkeit historischer Erkenntnis ist und diese Erkenntnis vor allem auf folgenden Punkt, nämlich wie werden Erzählungen und Wahrnehmungen geschichtlich zu sein überhaupt möglich? Gut. Und dann sagt er, okay, gut, also wenn man es jetzt zu radikal gesagt hat, dann sage ich es nochmal ein bisschen vorsichtiger. Na gut, die Anfänge der anthropologischen Forschung, wie sie praktiziert wird, 19. Jahrhundert. Und dann sagt er, jetzt kommt es wieder, das sind wieder Signalworte, wie bei Alephage auch, der Geschmack des Archivs, ne? Die Neugier des Antiquitätenhändlers, ne? Für die gebildeteren Nietzsche-Klingels, ne? Und so weiter. Neugier des Antiquitätenhändlers nennen könnte man, bemerkte, dass die großen klassischen Disziplinen, jetzt kommen sie wieder alle, wie bei den Angloamerikanern, Geschichte, Archäologie, Philologie, Wissenschaften, die in den Militärstudien ihren angestammten Platz hatten, alle möglichen hinterindigen Rückstände und Bruchstücke, und da sind wir in der medienhistorischen Anthropologie, vergaßen. Ein wenig wie Lumpensammler, oder wie bei Marx das Lumpenproletariat, das EVR keine Lust drauf hatte, als Theoretiker, machten sich Neugier daran, diese Brocken an Kenntnissen, diese Problemsplitter, diese pittoresken Details, das ist ja nur so Beiwerk, ne? Oh, pittoresk, na nichts pittoresk. Es kann sein, dass in den Pittoresken das viel essentiellere ist als den scheinbar wichtigen großen Mann, der da irgendwie auf dem Balkon steht. Gut, aufzulesen und die anderen Wissenschaften verächtlichen und intellektuellen Mülleimer warfen, weil sie eben nicht untersuchungswürdig waren und das kann aus sozialen Gründen. Sozialgeschichte hat aber viele andere Disziplinen überhaupt interessiert, vor allem nicht ihre eigene, weil das hätte sie ja relativiert, das hätte sie zu armen Säulen gemacht, wie alle anderen. Ja, den Fleißigen, die versuchen, dicke Bretter zu bohren, die auch nochmal dick sind und schwer zu bohren. Und jetzt machen wir einen Metaphernsprung direkt zu einem der bekanntesten Abfalltheoretiker überhaupt, Walter Benjamin. Der wiederum ist auch ein Ahnherr, deswegen steht das auch in Blau, ne? Also wiederum Blau für Ahnherr und der medizinischen Anthropologie, Passagenwerk. Passagenwerk ist ein
hieß gar nicht Passagenwerk, sondern Passagenwerk ist ein gescheitertes Projekt. Könnte man sagen, weil es sollte ein Buch werden, das nie fertig geworden. Und lange nach seinem Tod, nach seinem tragischen Selbstmord, haben eben Wissenschaftler, Nachfahren das wunderbar zusammengestellt. Mittlerweile gibt es das online, deswegen habe ich das auch so abfotografiert, damit Sie sehen können. Man kann einfach ins Netz gehen, heutzutage luxuriös, zum Beispiel ist halt undenkbar, einfach reingehen und in die Konvolute und dann kann man einfach so, zack, wunderbar, Konvolut N, ach wie schön, dann gibt es sowas ein, ich suche mal was, suche mal Abfall, ach ja, das sind dann so sagen die früher ausgeschriften, gibt es auch so, kann man auch so sehen, kann man auf Englisch auch filmen, wenn man kein Doktor hat. Und dann kann man dann sehen, Konvolut N und dann sieht man, ah, da leuchtet was, ah ja, da habe ich Abfall eingegeben. Bumm, angezeigt. Zack, direkt die richtige Stelle. Man kann auch sagen, ach ja, ich gebe mal Baum ein, dann kommt irgendwie 25 Stellen mit Baum. Sehr interessant. Dann kann man über die Metapherpolitik Benjamins arbeiten. Und zwar richtig leicht. Früher war das Folter, da musstest du natürlich diese ganzen Dinger da alle durchgucken und die lagen dann irgendwo und du durftest da nicht ran und die waren dann nicht ediert und war die Hälfte in dem, der Rest nicht und dann hätte jeder angezogen können, ja, sie haben doch nur die Hälfte angesucht, das ist doch nicht repräsentativ, da können sie doch nicht sagen, dass Benjamin jedes Mal, wenn er Baum sagt, damit etwas verbindet, was mit seiner Erkenntnismetaphorik der Lichtung zu tun hat, dass nämlich die Lichtung weggeschlagen wird, Äxten und so weiter. Hat ein Kollege von mir organisiert, untersucht, der ist noch nicht fertig mit seiner Doktorarbeit und... Aber tolle Arbeit. Gut, was steht da? Ein zentrales Problem des historischen Materialismus, das endlich gesehen werden sollte, ob das marxistische Verständnis der Geschichte unbedenken in ihrer Anschaulichkeit erkauft werden muss oder auf welchem Wege es möglich ist, gesteigerte Anschaulichkeit mit der Durchführung dieser marxistischen Methode zu verbinden. Die erste Etappe dieses Weges wird sein, das Prinzip der Montage, ganz wichtig, das Prinzip der Montage in die Geschichte zu übernehmen. Also nicht nur Hermeneutik, Textauslegung, sondern wirklich Texte zusammenschneiden. Was nicht hermeneutisch ist, erstmal. Dann kommt man sich wieder Hermeneutik und sagt, jetzt haben wir eine kleine Textkultur an, die können wir wieder hermeneutisch, klar. Aber trotzdem, also Montage über Zünde. Also die großen Konzeptionen aus kleinsten, scharf und schneiden konfektionierten, man merkt die Kleidermetaphorik, Baugliedern, das ist eine Architektur, zu errichten. Und das ist, insofern ist das perfekt als Miniatur, um zu zeigen, was das Passagenwerk ist. Das Passagenwerk ist ein Riesenversuch, die Geistes- und Wahrnehmungshaltung des 19. Jahrhunderts als Paradigma konkretistisch zu zeigen und gleichzeitig noch politisch zu sein und zu zeigen, was das für eine andere politische Ästhetik ist im Vergleich zu der, die danach kam, um zu zeigen, was das für eine Welt war, die im Ersten Weltkrieg dann flöten gegangen ist und durch eine andere ersetzt wurde. Gut, und dann sieht man ganz dürkheimianische Sachen, die total geschehen. Das ist natürlich alles beeinflusst von deutsch-französischer ethnologischer Theorie-Diskussion, wie Sie sie beim Workshop im Mai kennenlernen dürfen. Und da steht es, ja, in der Analyse des kleinen Einzelmoments, also Grüßen mit dem Hut auf der Chicagoer Straße zum Beispiel, den Kristall des Totalgeschehens. Was ist das denn? Ja, das Totalgeschehen ist dieser Anspruch zu sagen, aus den Kleinigkeiten können wir die großen Dinge erklären, nicht umgekehrt. So, und jetzt ist aber das Problem, und darum geht es mir hier, also mit dem historischen Vulgärnaturalismus. Was ist Vulgärnaturalismus? Vulgärnaturalismus ist der, nicht zu wissen, wie problematisch es ist, dass nur weil man so überzeugt, intuitiv überzeugt ist, dass das natürlich ist, das noch lange nicht stimmen muss. Also mit dem historischen Vulgärnaturalismus zu brechen, die Konzeption der Geschichte als solche, nämlich als Konstruktion, zu erfassen. Und zwar in Kommentarstruktur. Und dann kommt einfach nur Abfall der Geschichte. Witzig, das ist wirklich aus vor 1936 geschrieben. Könnte so jetzt im Netz passieren. Also eigentlich ist es sehr traurig, dass man ihn nicht nach heute versetzen kann, aber wenn man Benjamin sagt, dann wäre es... Und dann einfach Cut und dann geht es weiter mit Kierkegaard Blau. Okay, und jetzt zur Erholung ein kleiner Scherz. Also, eine Montage, die mir gerade auffällt. Also, das berühmteste Pamphlet der Französischen Revolution. Qu'est-ce que c'est le tiers état? Was ist der dritte Stand? Ne? Der dritte Stand ist alles. Was war in der politischen Ordnung? Nichts. Rien. Was fordert er? Etwas zu werden. Ne? Und dann habe ich das jetzt übertragen von Emmanuel Joseph Sieyès, einfach mal geklaut und gesagt, okay, was ist denn jetzt nochmal? Nochmal die Frage, medienhistorische Anthropologie. Und mit AB antworte ich jetzt also alles. Weil es einfach keine Entscheidung gibt, was medienhistorisch anthropologisch ist, sondern die Frage ist, schauen wir auf die Dinge, auf die Phänomene, auf das alles hier, medienhistorisch anthropologisch oder eben nicht. Dazu können wir uns entscheiden.
Was ist bisher gewesen? Ist die Fächerlage in Ordnung? Nichts. Was fordert sie? Etwas zu sein. Ja, so. Das ist noch die Frage, dass man nicht ganz klar muss, das sind Subdisziplinen sein. Machen, widmen wir jetzt Professuren für historische Hilfswissenschaften um in medienhistorische Anthropologie. Wie ist die Zeit? 10 Minuten. Alles klar. Okay, ich werde jetzt mal einen weiteren dann nur erwähnen. Es gibt noch ein weiteres Angebot, historische Ethnologie zum Medial. Da geht es um historische Medientheorie zu ihren Anfängen, die Anfänge der Medientheorie im 1900. Lass ich weg. Dann, methodisch, kleiner Hinweis. Das, was ich die ganze Zeit beschreibe, kann sehr viel profitieren von einer anthropologisch inspirierten Sozialwissenschaft, die in Chicago in den 60er Jahren einen großen Sprung gemacht hat, nämlich mit der Erfindung der Ground Theory. Und Ground Theory ist keine Theory, sondern eine Forschungshaltung, ein Approach, eine Methode. Und da geht es darum zu sagen, Theoriearbeit ist nicht am Anfang in der Einleitung, dann ist es vorbei und dann macht man immer so wie immer. Typische Historiker einfach. Ja, da habe ich meine Einleitung, jetzt war voll anstrengend, jetzt bin ich endlich fertig mit der Theorie, oh Gott sei Dank, Haken, und jetzt mache ich wieder so wie immer. No, 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 no. Never ever. Sondern, das ist ein Hin und Her. Es ist ja, wenn es dich nervt, okay, hör auf in Theorie, geh raus, geh mit deinen Quellen was trinken, wie auch immer, zur Theorie. Ja? Wenn du deine Quellen hast, dann sind sie auf dem blöden Stick, der Stick funktioniert nicht, hast du noch ein paar Kopien, dann guckst du die Kopien an. Was findest du bei den Kopien? Ah, voll in Kategorien, wunderbar. Jetzt hast du die Kategorien, jetzt gehst du online, ah super, 10.000, 5.000 Fotografien online, war bei mir so, ne? Ich hatte dann irgendwie bestimmt, ich hatte das Gefühl, ich hatte nicht genügend Material aus Chicago mitbekommen, bin ich online gegangen, wunderbar, 5.000 Fotografien gefunden. Scheiße, was meine ich jetzt, 5.000? Und dann musste ich natürlich Kategorien entwickeln, um die runterzubrechen. Und die mussten argumentativ werden. Ja, so, und das ist natürlich nicht einfach eine individuelle Lösung, sondern es ist konsequent darin vorgemacht, wie das sein kann. Das sieht dann ungefähr so aus, ne? Also die Ground Theory-Erfinder, die waren total genervt von diesen Großtheorien. Oder die Zeus-Theorie, bla bla, das ganze riesige Berg aus Makrotheorien. Und deswegen haben sie gedacht, ja, wir wollen qualitativer so, ne? Wir wollen hier schön die Dirty Details, ne? Und wir wollen ganz klar gucken, wie machen wir das und wie wollen diese Methode, die soll im Vordergrund sein. Immer schön auf dem Tisch liegen und immer schön, so, nicht einmal, sondern mehrfach. Und deshalb sind hier diese Pfeile, kann man zu erkennen. Wir sehen uns hier, ne? Also Datenerhebung, Datenanalyse, Theoriebildung. Und dann sieht man, geht es immer hin und her. Und nochmal und nochmal. Und nochmal und nochmal zwischen diesen Ebenen. Das sage ich jetzt, wunderbar, das fehlt uns in der Geschichtswissenschaft. Wir tun das individuell, die besten Historiker tun das sowieso schon, klar, aber das ist nicht so gut, als wenn wir das explizit kooperativ tun und wenn wir wirklich sagen, ja, das ist eine Rhythmisierung und dann diese Rhythmisierung als solche reflektieren. Okay. Das haben wir, ja. Ach so, und dass diese Sachen nicht von Null startet, was ich hier sage, also nicht einfach nur meine verrückte Idee, das kann man unter anderem erkennen, dass der Lehrstuhl von der Ernst Dorber in New York, ne, an der New School for Social Research, heißt Professor of Anthropology and Historical Studies. Einfach and. Das heißt, die Amis können damit leichter umgehen. Warum? Ja, weil sie die ganze beschissene Trennung nicht kann. Genauso wie die deutsche Trennung zwischen Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Ja? Da können die Amerikaner nur lachen. Die haben andere dumme Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber deswegen muss der Atlantik schrumpfen, damit wir uns den Quatsch sparen und den vielmehr als erforschungswerte Irrtum erkennen und dann wiederum diesen Irrtum als produktiven Irrtum verwandeln. Gut. Okay. Wollte ich Sie eigentlich quälen mit dem Werk, in dem ich im Pro-Seminar vor 1000 Jahren gelernt habe, wie man Quellenkritik macht. Das ist von Astor von Brandt, Archivar. Stadtarchivar mit einem Faible von mir auch, Stadtgeschichte und spätmittelalterliche Stadtgeschichte ist in Köln besonders interessant, auch wenn das Archiv kaputt ist, aber es ist ja nicht ganz weg. Aber umso mehr brauchen wir jetzt seine Sachen. So, und da geht es eben auch wieder um diese handwerksmethodischen Fähigkeiten und so weiter. Ganz besonders interessant fand ich aber, dass ich dann 20 Jahre später in das Buch reingucke und dann bezieht er sich ausgerechnet auf Heusinger, einen berühmten niederländischen Historiker, der über die frühe Neuzeit was geschrieben hat und da schon Emotionsgeschichten und so weiter im Prinzip vorwegnimmt, geht ganz viel um Angst. Und ihn zitiert mit, ja, es geht nicht um eine Erzählung, sondern um das einzig wahre oder möglichst zuverlässige Geschichtsbild. Imagine Community, vielleicht erinnern Sie sich auch an ihn. So, und interessanterweise hat er auch noch einen anthropologischen Touch, wenn er sagt,
Daraus ergibt sich, dass dieses Buch sich vor allem an diejenigen wendet, die oben erwähnte erste Voraussetzung des Sorgs erfüllen, die also an dieser Wissenschaft von der Vergangenheit des Menschen und den menschlichen Gemeinschaftsformen selbst forschenden und darstellenden Anteil nehmen wollen. Und das eben, da steht nicht erzählerischen, da steht auch, dass man Dinge schildern und beschreiben soll. Das ist also dieses Verfahren, und das heißt nicht die Narration abzuschauen, wir können gar nicht ohne Narration, das ist vollkommen klar. Derrida und Sonne, alle recht, alles wichtig, wunderbar, Narratologie, toll, super, haben wir alles, bestanden, ja, machen wir weiter. Aber, was ist schwache, was hat schwache Beine? Die Sachen, schwache Beine. Und medienhistorische Anthropologie wäre ein Versuch, dieses Bein zu stärken. Gut, und aus der Grand Theory würde dann werden, ja, also geht es auch wieder um Weg, nie das Ziel. Ja, also mit manchen Begriffsgeschichte, also ich bin jetzt ein Begriffshistoriker. So, la polar. Nee. Das machen wir, damit wir präziser beschreiben, präziser schildern und dann auch präziser kategorisieren, labeln, relabeln und dann nachher auch besser erzählen und anders erzählen können. Okay. Und ist schon erwähnt worden, da gibt es eben verschiedene Korrektive, die man methodisch anwendet. Und jetzt gehe ich noch ganz schnell auf Erwin Panofsky ein, Kunsthistoriker, berühmter, der die Ikonografie und Ikonologie erfunden hat. Und dann eben sagt er an der Stelle, ich fasse auch nur ganz kurz zusammen, was wir eben einholen müssen, unter anderem ist Stilgeschichte und Typengeschichte als Korrektive, ja, nicht nur von Bildern, sondern von all diesen bildhaften Dingen konsequent anzuwenden. Und dann, wie er sagt, so viele andere... auf jenes historische Werk, man könnte auch schreiben, auf jenes historische Phänomen oder menschengruppenbezogene kulturelle Dokumente versammeln, wie er nur bewältigen kann. Ja? Von politischen, poetischen, religiösen, philosophischen, gesellschaftlichen Tendenzen der Person, der Epoche, des Landes und so weiter und sagt dann, ja, das ist nicht nur wie Kunsthistoriker, nein, der Historiker soll das analog auch tun, im Endeffekt müssen wir ständig im Wechsel füreinander Hilfswissenschaften sein und uns das viel mehr eingestehen, statt immer zu sagen, nee, ich bin doch kein Ethnologe, ich bin doch kein Philosophin. Genau. Und dann ist eben kein Wunder, ich habe mich halt mit den Eckmanns befasst, unter anderem eins meiner Steckenpferde. Da geht es um das, was auch wieder mit medienhistorischer Anthropologie zu tun hat, nämlich Wiederholungsstrukturen. Weil es nämlich ständig darum geht, um Wiederholungen und dann aber Wiederholungen, die nicht das Gleiche ist, sondern die produktiv ist. So. Und da gibt es eben noch ein kleiner Sprung. Markus Hahn ist ein Germanist und Medienwissenschaftler, der in einem schönen Band über Bruno Latour, ein weiterer Mensch, den ich hier in die medienhistorische Anthropologie adaptieren möchte, gesagt hat, also versucht hat, Latours Impetus nochmal zu erklären, indem er sagt, Ethnologen oder eben medienhistorische Anthropologen sollten da aus den traurigen, weil vormodernen Tropen, das ist alles eine Anspielung auf Lévi-Strauss unter anderem, zurückkehren, ohne wirklich wieder zu Hause, das heißt in der Moderne anzukommen, in den selbstverständlichen, naturalisierten, aber natürlich konstruierten Dingen. Aber nicht frei konstruiert, sondern unter Bedingungen, wie Marx gesagt, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern die schon da waren. So, und dann gibt es eine bessere Analyse von den Abendländern. Also wir können dann quasi als Provincializing Europe gelesene Leute, unter anderem, können wir dann uns selber präziser untersuchen, weil wir zu noch mehr Quellenmaterialsorten Zugang haben, was uns selber betrifft. Dann können wir mit Bourdieu noch hingehen und im Wechsel uns gegenseitig kooperativ untersuchen. Er hat das auch dort schon praktiziert. Und so kommen diese Stränge, diese unglaublich weit verstreuten Stränge, meiner Meinung nach, eben zusammen. Und dann könnte man eben gucken, dass man in einer Grounded Theory of History dann sagt, das lassen wir jetzt weg, da geht es um die Kulturtechniken, das lassen wir alles weg. Und meine Haspa-Analyse muss ich leider jetzt aufhören lassen. Und stattdessen und Pers lasse ich auch weg. Könnte man aber noch, da geht es darum, dass bei Asper von Brandt ja eben gesagt, fotografische Metaphorik sehr wichtig ist. Das ist sehr interessant, das ist kein Zufall, dass die Akkuratesse der Kamera als historische Zeugin extrem prominent war. So, und das wiederum hat Vorläufer also sogar bis zurück in die 1890er eben bei Pers. Ja, wo es um die Grundlagen dessen geht, was außerhalb des Börschen Dreieck, also Voraussetzungen sind. Da taucht es dann wieder auf, wieder Fotografie. So, und das ist ein kulturtechnischer Zusammenhang, der sprengt jetzt leider den Rahmen. Hatte ich versucht, hier noch reinzumachen. Das ist wieder mal dieses uferlose Problem, wenn man versucht, diese Kopplung
die nötig sind, zu verziehen. So, also nochmal ganz kurz. Geschichtlichkeit war ja ne, Medialität und Historizität, also Vermitteltheit und Geschichtlichkeit sind halt also perspektivierend, also Perspektiven erst erzeugende Grundkategorien. Wir nennen es Social Anthropologie. Ja, und es ist eben, und dieser Begriff der Geschichtlichkeit erscheint als Begriff deshalb brauchbar, weil es sich um eine Mischung aus verschiedenen Kontextualisierungsformaten handelt, die disziplinäre Grenzen überschreiten. Das ist deshalb relevant, weil ich mich fragen muss, wo und wie mein gerade auf dem Schreibtisch befindliches Materialstück, ja, diese Kompetenzterritorialansprüche von Disziplinen unter anderem, von Kolleginnen und Kollegen, überschreitet. Geschichtlichkeit impliziert zeittheoretische Differenzierung zwischen Zeitschichten, Kosellek. Es handelt sich um eine Substantivierung eines Adjektivs, Praxeologie, das selbst erst nach dem Entstehen des Begriffs von Geschichte, 18. Jahrhundert, als einem zeitbewussten Erleben, also seit Ende des, seit den großen Revolutionen, Französische Revolution, als sinnvoll erscheint. Kosellek hat zu denken gegeben, dass, Zitat, dass auch Geschichte eine räumliche Konnotation zulässt, nämlich die, Schichten zu enthalten, mag als Wortspielerei abgetan werden. Aber die verräumlichende Metapher, die den Zeitbegriff pluralisiert, hat einen Vorteil für sich. Zeitschichten verweisen, wie ihr geologisches Vorbild, auf mehrere Zeitebenen verschiedener Dauer und unterschiedlicher Herkunft, die dennoch gleichzeitig vorhanden und wirksam sind. Auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, eines der aufschlussreichsten historischen Phänomene, wird mit Zeitschichten auf einen gemeinsamen Begriff gebracht. Was ereignet sich nicht alles zur gleichen Zeit, was sowohl diachron, die Zeit weg, wie synchron gleichzeitig, aus völlig, oder jedenfalls zueinander gleichzeitig, aus völlig heterogenen Lebenszusammenhängen hervorgeht. Alle Konflikte, Kompromisse und Konsensbildungen lassen sich zeittheoretisch auf Spannungen und Bruchlinien, man entrinnt den räumlichen Metaphern nicht, zurückführen, die in verschiedenen Zeitschichten enthalten sind und von ihnen ausgelöst werden können. Bewegt sich da was und dann werde ich gezwungen, gemacht. Und nicht nur ich mache mich selber. Gut, also Geschichtlichkeit impliziert immer schon eine Veränderung des Benannten und eine bestimmte Art der Zeitlichkeit. Der Begriff provoziert nicht zuletzt die Frage nach dem komplementären Gegenteil der Ungeschichtlichkeit, also der anthropologischen Konstante zum Beispiel. Ist alles von sich aus geschichtlich nur als solch zu denken oder benennt das Geschichtliche nur eine bestimmte Sphäre? Dann gibt es noch weitere Fragen. Ist die Geschichtlichkeit eine Zone, die man betreten kann und wieder verlassen? Wenn diese Frage verneint wird, ist also alles geschichtlich, total geschehen? Oder kann alles vergeschichtlicht werden? Die Antwort lautet ja. Medienhistorische Anthropologie ist bescheiden und anspruchsvoll zugleich. Sie vertritt eine Sowohl-als-auch-Haltung. Als unveränderliche, strukturell oder eben anthropologisch Konstante ist ungeschichtlich, muss aber als komplementärer Faktor des Geschichtlichen, also dessen, wie wir uns als Menschen, das ist das Anthropologische, geschichtlich erfahren, nicht nur erleben, sondern erfahren, also reflexiv erleben, erfahren, einberechnet werden. Doch wie ist es anzutreffen? Wie anzusprechen? Wie zu beschreiben? Diesen und weiteren Fragen hat sich die medienhistorische Anthropologie noch zu widmen in der hoffentlich fruchtbaren Zukunft. Ich hatte hier noch einen sehr experimentellen Teil, den kann man hoffentlich demnächst mal woanders nachlesen. Im Advent wollten wir auch nicht mehr machen. Sozialität ist auch ein Effekt. Ne? Also die Gesellschaft ist nicht da. Wenn ich das sage, die Gesellschaft ist nicht da, heißt das nicht, sie sind nicht da. Wäre ja lächerlich. Sondern die Gesellschaft ist nicht als Untersuchungskategorie ready-made da. Die Phänomene sind da, aber die Phänomene interessieren sie nicht wie das Leben, interessieren sie sich für Genres oder für Formen. Die enthalten alles. Deshalb muss die Arbeit. Also ich schlage also vor, letzter Satz, die historischen Hilfswissenschaften in Form kooperativer Grundlagenforschung wiederzubeleben, und zwar in enger Kopplung mit dem Prozess medienhistorisch-anthropologischer Forschung. Es geht nicht mehr nur um Kulturgeschichte oder Wissensgeschichte, sondern um eine konsequent gekoppelte Geschichte der Wissenskulturen, merkt ihr diese Kopplungen, nicht mehr um Mediengeschichte oder Kulturgeschichte, sondern eine Sicht der unvermeidbaren Medialisierung jeder Praxis, bewusste historiografische Aufmerksamkeit, durch eine medienhistorisch-anthropologische Forschungshaltung. Entsprechend der für befriedigende Quellendichte praxeologische Historiografie notwendige Erweiterung nicht nur illustrativ verwendeter Bildmaterialien, genauso natürlich auch Soundmaterialien. So, sie entstehen oder werden in einem Recherche- oder Theoretisierungsprozess aufbereitet, der sich wiederum auf historische Mikro-, Meso- und Makroprozesse praktische Vollzüge bezieht und diese dann als solche diskutierbar macht.
Essentialistische Kategorien werden durch reflexive und chromosomische Kategorien ersetzt. Genau. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Frage.